Hallihallo, willkommen bei den YouTube-Wurm. Es geht weiter mit unserer Aufnahmesession und dem Pilgerweg. Ich bin dabei, der Shotgun-Eater und der Ritter Kunibert. Hola, hola. Servus, ja, wir Hallo, befinden uns Stefan. genau wie in der letzten Folge wieder Ja. vor dem Gasthaus zu Ochsenfurt. Vor der Gasthaus. Ja, meine Grammatik ist sehr super. Lass dich nicht von mir rausbringen. Ja, Wir haben genau. beim letzten Mal haben wir uns Erdogan angeschaut, auf unserem Pilgerweg, nämlich zu Teindrins Grab. Schauen wir nochmal her, da ist Teindrins Ja. Weg, den gehen wir lang. Wir gehen zu Teindrins Grab. Wir sind jetzt auf Station 5 schon. 1, 2, Ja, 3, genau. 4. Na, Weil von das den erkennt Zellen man doch ja. 5. An Das den erkennt man Blumen. an den Blumen, weil pro Station gibt es eine Blume mehr. Yay! Dieser Margariten, glaube ich, sind es, gell? Das könnte man fast übertragen auf erste Klasse, zweite Klasse Benotungssystem. Pro richtige Aufgabe gibt es eine Blume mehr von der Lehrerin. Genau. Und in Ja. Spanien. Und jetzt starten wir halt wieder von hier Nein, aus von der los. jungen Lehrerin, von der alten Lehrerin will ich natürlich kein Pussy. Genau, und jetzt starten wir halt wieder von hier aus los, oder? Genau. Und gehen den Pilgerweg weiter. Warte mal, hier geht Wir es Ost pilgern. entlang der Krone. Ja, das hört sich gut an, gell? Krone, ja. Genau. Ja, und Westen Also. geht es nach Eredit, aber da wollen wir hin. Wir gingen entlang der Hohen Krone unter den Giganten durch. Ja, Hui. man sieht ihn von oben. Ich schaue gerade hin. Schaut gigantisch aus. Ja, gigantisch, ist ja schließlich der Gigant. Und wir Ja. gehen da hinten entlang, kommen wir mit. Ja, ich folge dir. Du Komm kennst dich alle da aus. mit. Aha. Wow. Ui. Und hier Jetzt geht es geht's. durch so eine Klamm durch. Hier war mal Aha. früher Fluss. Okay, der das so reingebrochen hat Ja, genau. sozusagen, oder? Da geht es einerseits zur Fähre nach Erdogan, das wissen wir ja alle. Schau Ja. mal her, der Fähre nach Erdogan. Da kommen wir ja her. Ja, genau, und dann geht es zum Rastort, weil direkt unter der Hohen Krone, das ist eben dieses Gebirge oder dieser Ja. Bergkuppe, gibt es einen Rastort, der nennt sich unter der Hohen Krone, glaube ich. Und hier gibt es einen Wasserfall gegenüber. Aha. Hui. Und hier der Rastort heißt wirklich Sand. unter der Hohen Krone. Aber den haben wir Ja. schon mal gesehen. Gehen wir einfach mal Ja, weiter. Wir brauchen jetzt genau. nicht. Wir Weil brauchen wenn man jetzt mal nicht. rasten muss, dann bei dem langen Pilgerweg, so wie wir das machen. Oh, ich bin schon total außer Puste. Ja, mega, gell? Ja, ich möchte mich jetzt laben. Laven. Am Fluss. Ah ja, genau. Weißt du, dass bei dem Hobbit, Ja, was? da gibt es so in der Extended Edition, gibt es so eine Szene, da baden die Zwerge in so einem Brunnen in Buchtal. Echt? Ja. Und sind nackt dabei. Hey, nackte Zwerge. Ja, Das nackte wollte ich schon Zwerge. immer in meinem ganzen Leben sehen. Ja, ich habe gehört, dass Zwerge einen überdimensionalen Bauch haben sollen. Bauch haben sollen. Wer sind hier FSK 16? Ja, okay. Okay, also der Pilgerweg geht hier weiter und hier ist schon die Genau. nächste Station. Hier da sieht man nochmal den Giganten, wo die Sonne gerade im Hintergrund ist. Grasoma, Der das ist. schön Halt sagt, nicht weiter. Halt, hier kein Drogulianer lang. Genau, schaut schon Drogul gut ist es aus. das Land vom Shotgun-Eater und ich, Genau. Ritter Kunibert, mein Land ist Zylion, da sind wir gerade noch. Wir sind hier Genau. in der Grafschaft Eredil, vom Hohen Hause Eredil und hier gibt es eben zum Beispiel Aha. den Wald, da können wir dann lang gehen oder nach Zöllending, das ist die Hauptstadt, bla bla bla. Wir sind aber richtig auf dem Teindrinsweg. Genau, weil sechs Hier Blumen sind da sind. sechs Blumen und wir müssen in Richtung Rauron auf dem Teindrinsweg weiter. Richtung Rauron müssen wir. In die Und hier ist Richtung. übrigens die Grenze schon zu deinem Reich und Ah ja, ich die sehe es. Kuppe da rechts, Genau, die gehört die gehört noch zu dir, oder? na, zu dir. Stimmt, die gehört zu mir. Natürlich, natürlich. Ich weiß, Also welche gut. Kuppe das ist. Und jetzt sind wir raus aus der Grafschaft Eredil. Jetzt Aha. geht's in die Grafschaft Rauron rein. In Grafschaft Rauron, das wissen ja einige schon vielleicht, die Ja. unser Let's Play verfolgen, unser Let's Play Minecraft. Besonders in den letzten Folgen hat man das, glaube ich, Da gesehen. haben wir oft nur die, also das ist der Herr Rauchernsee, wunderbar, sieht man Ja. den. Und hier ist Schön. das Schloss von der Grafschaft Rauchern. Schaut schon gigantisch aus. Gell, fällt mir auch. Ja, doch. Ist aber Schaut noch nicht schon. ganz, ist aber noch nicht ganz fertig Noch nicht so. ganz fertig, aber schaut von außen schon mal sehr gut aus. Und da geht Und es hier da geht's lang. lang. Und auf dem Pilgerweg kann man sich vorstellen, hier kommen ganz oft Leute entlang und die müssen, wenn sie nach Rauchern Stadt rein wollen, wo bist du denn? Ich komme, Hier, ich die komme. müssen durch die Burg durch. Ah, okay. Hier links gibt es einen Zöllner. Warte mal schnell, den spiele ich mal kurz.
Wo gibt's Links und Zahlen? Ah, da. Ah, wer sind Sie? Zahlen Sie Geld? Ich bin ein Drogulianer, ich zahle gar nichts für euch. Ja, gib ich gleich so nichts. Also alle Karren, alle müssen da runter, hier an dem Ja. Brunnen vorbei. Und du bist ja Drogulianer und Ja. eigentlich dürfest du gar nicht so reinkommen. Jetzt muss ich dir mal Genau. zeigen, wo du reinkommen kannst. Wo kann ich reinkommen? Weil Zeig. durch das Zoll und durch die Ja. Grenzgebiet, wie sagt man, Grenzkontrolle kommst du Ja. eigentlich gar nicht. Also müsstest du als Drogulianer eigentlich hier an dem Fluss entlang, wow, Beim hochschwimmen. Das Geheimweg, ja. ist ganz schön lästig. Also Ja. lieber hier oben anfangen, spring mal rein. Ja. Kommst du? Ja, ich bin hinter dir. Aha, und Da. dann geht's da hinunter. Ja, komm mal runter, tauch mal hindurch. Bist du? Ah, da. Ja, und dann schwimm gleich nach rechts. Nach rechts, okay. Nach rechts oder nach links. Einfach so, dass man dich Ach. nicht sieht. Bist du denn? Ich komme nicht hindurch. Ja, Jetzt da da. komm. Jetzt hochschwimmen. Ah, da bist du. Du Da musst schaust du von rechts oben zurückhalten. herunter. Ja. Da schaust du runter mit der Blume in der Hand. Ja, schön. Aha. Ja, genau, also hier kann man die Hier Grenze geht's rein, praktisch hier kann man sich reinschleichen. reinschmuggeln, ja. Genau. Und das ist. Ui, jetzt wird es langsam Nacht. Aha. Ich glaube, die Burg, die kennen wir ja schon, das Schloss. Hier gibt es einen Genau. Zaubererturm. Da waren wir schon mal oben. Da gibt es ein Zaubererbuch. Und jetzt gehen wir Na? nach Rauron rein. Genau, jetzt sind wir in der Stadt. In der Stadt am See. Genau, die Stadt am See mit dem Uhrenturm, ganz markant ist der. Es war mal früher eine wichtige Stadt, eine wichtige Hansestadt, bevor überhaupt Erdan gegründet worden ist. Aha. Ich sehe es, jetzt die Ist aber Uhrzeit. heute nicht mehr so wichtig, jetzt ist gerade 9 Uhr. Passt da, schnell. Genau, passt perfekt. 9 Uhr Passt morgens doch. ist nämlich bei uns schon mehr. Wir nehmen nämlich schon wieder marathonmäßig auf. Ja, genau. Ich gehe nämlich in Urlaub. Stell dir vor, Schottgarnita, wo Ja. gehe ich? Ich fahre nämlich in Urlaub nach Berlin. Ah, Also diesmal nicht ja, Vienna, schön. sondern nach Berlin. Genau, weil der, man muss schon sagen, der Ritter Kunibert ist nur unterwegs, nur am Urlaub machen. Ja, und danach fahre ich nach Spanien, nach Malaga. Ah, cool, coole Sache. Ja, Malaga ist voll geil. Schön schaut das Rathaus, vor allem wenn Und man nach hier oben ist schaut, das lohnt sich Malas. richtig. Genau. Das ist, also ich bin der Bürgermeister. Wie heißt ich gleich wieder? Ich habe es Ah, vergessen. steht draußen, gell? Ja, es steht draußen. Ich bin der Lohengrin. Der Lohengrin. Kennst du einen Lohengrin? Nein. Das ist ein Oper von Wagner. Okay, na, habe ich nicht gewusst. Und da gibt es ein geiles Prälude. Das kann ich mal verlinken. Oder Ja. das verlinkst du. Ich schenke dir einen Link, dann kannst du es verlinken. Genau. Geilstes Prälude aller Zeiten. Leute, anschauen, anschauen, anschauen. Da, Blume. Vielen Dank. Ich sammle es auf. Okay. Also hier ist normalerweise der Bürgermeister drin hat. Der wohnt hier auch unter anderem Genau. im Untergeschoss. Und hier müssen die Pilger vorbei. Dann gehen sie hier rüber. Hier sind die Befestigungsanlagen, weil da hinten, wir können mal kurz einen Blick nach oben wagen. Hier Ja. hinten beginnt nämlich gleich die Grenze zu Drogul. Genau. Und man Uiuiuiuiui. sieht, weil die Stadt ist schon wesentlich näher, da gibt es Befestigungsgräben, da ist in Drogul drüben gleich eine ganze Mauer gezogen. Ja, Also hier ist. fiese Hund. Und da gilt genau dasselbe. Es kommt eigentlich kein Zwillionese rein. Da gibt es auch, wenn man hinein möchte, muss man durch den Turm hindurch. Da muss man sich, wenn dann schon, hineinschmuggeln. Okay, ja. Aber der Gustav, der kennt vielleicht am Weg. Ja, Gustav hat den Weg gegraben. Ja. Das ist Gustav Gassenblär, unser schwarzes Schaf. Weil der kennt nämlich, der kennt keinen Anstand. Ja, genau. Also hier, glaube ich, gibt es da gar nichts zu sehen. Muss ich eigentlich ein bisschen noch weiterbauen. Ich habe halt Ja. nur ein bisschen die Rahmenbedingungen. Es gibt eine weitere Stätte, die habe ich gebaut. Ist praktisch alle Häuser schon fertig. Und hier steht: Tod den Barbaren aus Barbaren. dem Rauhrad, Tod den Völkern unter dem Berg. Und damit sind die Drogulianer gedacht. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, siehst Aber Ähnliches steht auch bei mir an der Wand, muss man sagen. Willkommen in Rauhran, Stadt über dem See, zu Fuße des Hauses Rauhrans. Also jeder Pilger muss durch diesen Durchgang durch und wird schon mal Ja. vorgewarnt. Es geht nämlich, der Pilgerweg geht nämlich durch Drogul, durch die Reiche, durch den Rauhrat, durch Ja. den Wilden Osten. Ja, mei, das ist so. Ba Das barbarischen ist. Lande, weil das ist halt einmal so. Weil es gibt auch heilige Stätten der Zöllionesen, die sind eben im Rauhrat, bei dir. Genau, in Weil Drogul. Rauhrat, das sagen die Leute aus Zöllion, sagen das zu den Gebieten im Osten. Da wohnen nämlich so Barbaren wie der Schottgarnier. Er wäre wirklich für die Zöllion-Menschen, wäre der Ja. Barbar. Ja, Und hier für geht's mich nicht. entlang. Und Vorbei geht's am jetzt Creeper. vorbei am Creeper hier hoch. Und das ist die letzte Station vor den reichen Droguls.
Aha. Es ist die Wirtschaft von Dilda. Genau, die haben wir schon mal besucht gehabt. Eingang zur Stube, wir gehen aber trotzdem mal kurz rein. Ja, lass gerne reinschauen, weil vielleicht finden wir wieder Zu was. Dilda gehen wir gerne rein. Bei Dilda kehre bitte ein. Gasthaus zum geilen Esel. Nicht zum geilen Esel, zum Nicht? friedlichen Habe ich Esel. verlesen. Im Tatsächlich. Gasthaus zum friedlichen Esel. Das soll Madame man nicht Dilda zu nachschalten, ihren gell? Diensten. Doch, doch, ich habe es nachgeschaut. Ja, so Gibt's ist es. tatsächlich. Ja, genau. Also, ich habe nicht gelogen. Kommt Ja? bald wieder, Herzchen, steht da. Ja. Das hat er nette. Und da steht an der Wand Gustav G. war hier. nicht nur einmal. Ja. Beste Grüße an Madame Hilda von Hafenmeister Guido. Madame Hilda ist nämlich die Mutter von Madame Dilda. Und die Matilda ist eine frivole Gasthausbesitzerin und die nimmt jeden gern auf. Ja, die weiß halt, wie man Geschäft Die macht. nimmt jeden und alles gern auf. Wortwörtlich. Liebe Kunibert, das hast du geschrieben. Ich? Wie kommst du da drauf? Das glaube Nur so schlecht. Ich nicht. würde da keinen Rechtschreibfehler machen. Stimmt, in Lippe. In Lippe. In In Lippe Lippe. Kunibert. Ja. Ich kenne ein Mädel, Ja. das heißt Lippis. Ui. Ja, habe ich. Der Stranger Name, der Name. ist Wo kommt strange, der wirklich her? strange. Und, ich keine Ahnung. Die warst du das und die hat gebissen. Sie hat gebissen. Ja, blöde Kuh. Ja, mei. Und die Dilda, apropos beißen, Ja. die Dilda hat ein Geheimversteck. Das kann ich jetzt zeigen. Also hier Genau. geht's Teindrins halt. Das ist, keine Ahnung, Rabadi. das zeige ich nicht. Das ist Ja. nur ein unfertiges Dorf. Das ist auch gar nicht der Ja. Pilgerweg. Das heißt halt einfach Teindrins halt. Wie manche Karlsruhe heißen, heißt der Ja. Teindrins halt. So ungefähr, weißt du, was ich meine? Die Jo. Ortschaft heißt Teindrins halt. Und jetzt geht's da runter. Aha, das habe ich noch Das gar nicht ist, gesehen. ja, das ist das Liebesnest der Dilda. Hinab. Yay! Da, Ei, ei, ist das ein da, Herz da da, unten? da, 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 begründet von dem Wilder, die wilde Maus. Und fortgeführt von Madame Dilda. Ja, und Madame Hilda, als erste, die ist ja die Mutter von. Also, die Ja. Madame Wilder war praktisch die Oma von Madame Dilda. Und Ja. die war genauso frivol und offen Ja. für viele neuartige Dinge. Dann kam die Madame Hilda und dann kam Madame Dilda. Man erkennt's an den lila Wänden. Was heißt lila Wänden? Ja. Ist lila bei dir ein Zeichen? Bei mir ist lila ein Zeichen für den Tod. Na, aber mit seinem Herz hinein in den Boden, lila, pinke Wände, ein Riesenbett. Ja, King Size. Es lässt. Das sind mittlerweile übrigens der Lappen hast schon durchgeknallt. Ja, es lässt auf den Charakter der Madame Dilda schließen. Ja. Ich mag den Ich Charakter. mag ihn auch. Ich mag vor allem ihre beiden Charaktere. Beide Charaktere. Geh mal raus da. Ich habe schon zugemacht. Ich Okay. schau mal. Bogenschütze, Vorsicht. Uiuiui. So, da geht's weiter nach. Drogul. Trogul, barbarische Lande, Rauhaus. Rat. Ja. Wollen wir eigentlich jetzt schon weiterziehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, unsere Zeit Ah. ist schon bald am Ende. Da hocken wir uns lieber noch. Ja. Schauen wir uns lieber noch den Stein an, weil den haben wir noch nicht Ja. gesehen. Genau. Wir Rauhrad können wieder mal hinten. schauen, ob wir richtig sind an der Zahl der Blumen. Genau, Eins, eins, zwei. zwei. Passt doch, sechs hier, Ja, gell? passt. Und jetzt schauen wir Stimmt. mal nochmal kurz hoch. Gehen wir auf den Dächern von diesem Gasthaus. Kommen wir nochmal nach Rauhrad zurückschauen. Vielleicht hast du das noch geladen. Doch, habe ich noch, ja. Dann sieht man wunderbar schön. Das war mal früher ganz mächtig am. Das ist am Rauransee gelegen. War wirklich Ja. mächtig. Da machen wir auch manchmal PvP ganz oben, sieht man nämlich die Insel, wo man Sieht runterspringen man kann. den noch? Ah ja, Wunderbar. tatsächlich, da ist Krass, sie. Tomat, gell? Ja. Wie weit wir, was wir uns trauen im Survival Mode. Ja, wir machen das alles im Creative Mode, Ja. weil wir sind alles nur. Ist ja eigentlich nur Minecraft-Anfänger. Also bitte Genau. nicht böse sein und bitte nicht haten, dass wir Noobs sind oder sowas. Das wissen wir schon selber. Ja, genau. Das darfst du nicht sagen. Liebe Freunde. Und mit Also diesem ist ja gar nicht schönen, unser Anspruch. ja, und mit Nein, diesem schönen Blick. wir können noch nicht aufhören. Wir haben nur 40 Sekunden. 40 Stress. Sekunden. Ja, dann. Shotgun, da musst du mir was erzählen. Ich erzähl dir was Du warst denn beim wichtig. letzten Mal feiern. Oh mein, ich feiere doch nicht. Du feierst nicht. Sowas mache ich nicht. Ja, Ich Shotgun, bin ist übers Feiern hinweggekommen. ein Braver, der zu Hause bleibt nachts und nur Minecraft zockt. Ja, ich auch. Ich bin ohne wieder Taros. Genau. Oder wieder, ja, wieder Taros. Aber
Ach du, Ritter Kunibert. Ich liebe den Tyros. Ja, ich liebe. Seine unbedarfte Art, gut Minecraft zu spielen. Ich mag's, muss ich echt Ja, sagen. das, genau, man muss ja sagen, der Shotgun-Hitter ist Fan, ich nicht so. Ja, ich schon. Deswegen, aber ich gebe immer trotzdem Daumen hoch. Tyros gebe ich Daumen hoch. Genau. Generell, weil die, selbst bin ich oft Kopfschüttel, ist es immer eine ganz nette Abwechslung, einmal Seitdem jemanden man sagen zu sehen. selber ein bisschen dreht, hat man für einiges Verständnis Ja, einfach. genau, aber nicht für den Tyros, ich nicht. Shotgun-Hitter schon, ich nicht. Ja. Bitte gebt uns auch einen Daumen hoch. Genau. Das würde uns freuen. Alle, die uns mögen, Daumen Ja, hoch. genau. Alle, die uns nicht mögen, auch Daumen hoch. Ja, genau. Und Kommentiert. kommentieren. Beim nächsten Kommentiert. Mal geht's Und Richtung Osten, immer weiter den Tenrinsweg entlang. genau. Weg von Rauron. Und weg von Zölion. Ich weine Genau. schon. Und nein, ich will nicht Hinein weg. nach Drogul. Ja dann, ich springe. Bis bald. Viert euch, Servus. Servus!